Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Wir sind wieder unterwegs und wir machen jetzt mit der nächsten Quest weiter, die da heißt Schicke Gäste. Wir sind immer noch mit Alexios unterwegs. In der letzten Folge haben wir ja das Zyklopenauge entwendet. Und wir haben nicht mehr so lange, dann können wir uns tatsächlich den ersten. Können wir uns wahrscheinlich Talos bald holen? Wir werden jetzt gerade kurz hier durchmarschieren. Und Richtung nächste Quest. Das sind ja nur noch 250 Meter ungefähr. So. Die Frage ist, wann wir jetzt. Und das sind da unten. Von dem Ball gerade. Ja. Du siehst nicht gut aus. Ich muss sie verärgern. Ach, ein Zivilist ist das. Okay. Oh oh. Mord oder Blasphemie? Weder noch. Früher betete ich in der Drogarati-Höhle zu Hermes. Das sind die Götter auch, weißt du. In der Höhle? Sie erfüllen Wünsche, wenn man ihnen etwas bringt. Also bringen alle Opfer hin und bitten im Gegenzug um etwas. Oh, doch meine Wünsche wurden nie erfüllt. Und nun gehen mir Geld und Opfergaben aus. Ich bin selber arm, weißt du. Ich habe etwas falsch gemacht. Du kennst Hermes. Wer kann ein Schelm sein? Oh, es gibt viele Götter in der Höhle. Alle erbitten etwas anderes. Geh und höre sie selbst an. Ich gebe dir mein letztes Opfer, wenn du es tust. Ich muss wissen, ob sie echt sind. Nun gut, keine Sorge. Ich gehe. Oh, danke. Und denk dran, pass auf, wo du hintrittst, Söldner. Du wandelst dort auf heiligem Boden. Das werden wir noch sehen. Gut, das machen wir aber nicht jetzt. Das gehen wir in Ruhe erstmal weiter da hinten hin. Und ich würde mal spontan sagen, wir gucken uns das ganze Ding erstmal von oben an. Ich habe keine Lust auf irgendwelche unliebsamen Überraschungen. Dementsprechend werden wir uns das mal ein bisschen angucken. Und da sind wir schon. Und das verlassene Haus. Okay. Wenn es so viele Gegner sind, wird das ein leichtes. Fünf. Aber es sieht gerade nur so aus, als wäre das nicht viel. Ja, es sieht nicht so aus, als wäre das so harmlos, wäre das so. Wollte ich eigentlich fühlen. Ja, das kriegen wir schon hin. Gut, dann weiß ich zumindest, was auf mich zukommt. Weil besser erstmal die ganze Gegend auskundschaften, bevor man sich da irgendwie. Geh mal weg. So, bevor man sich da irgendwie unnötig in Gefahr begibt oder so und dran wieder irgendwelche diese Überraschung haben. Alles Level 4er Gegner, ne?
Wenn es so 4, 5 Stück sind, ist es harmlos. Aber wir müssen gucken, dass wir die beide... Das ist natürlich nicht ideal, da. Der sollte sich das nochmal bitte nochmal genauer angucken. Mir gefällt das aber nicht, dass die zwei da... Oha. So, ich mal da ein bisschen... Könnt ihr da mal verschwinden? Die Frage ist, wie komme ich da jetzt ohne Volumen rein? Von der Rückseite? Von der Seite? Ich sollte die, glaube ich, von der anderen Seite wegpflücken. Nach und nach, Step by Step. Okay, dann machen wir das so. Das ist, glaube ich, einfacher. Na, das war ich nicht so gedacht. Ich muss mich gerade mal ein bisschen orientieren jetzt. Kann ich mich irgendwie wieder aufladen? Das wäre super. Ja. Dauert nur einen Moment, wir laden uns kurz wieder auf und dann gehen wir da nochmal rein, weil ich bin. Das ist auch bis jetzt ist es Kinder, ist es auch eigentlich ein Kinderspiel. Den haben wir auch ohne Probleme erwischt. Das ist Talos! Ach du Scheiße! So, den machen wir mal kurz. Kleinholz. Okay. Normalerweise überlasse ich die Drecksarbeit anderen. Du weißt nicht zufällig, wie man diesen Fleck wieder rauskriegt? Bleib wo du bist. Vielleicht, aber dann hörst du mein Angebot nicht, Söldner. Ein sauberes Gemetzel. Sehr gute Arbeit. Du hast nicht viel Mitgefühl für die Männer, die mit dir arbeiten. Nicht mit mir. Für mich. Beschäftigte. Nun, ehemalige, schätze ich. Also arbeitest du nicht für die Zyklopen? Leute wie du glauben für gewöhnlich nicht an Mythen. Nicht das Monster, der Mensch. Du bist ein Fremder. Warum bist du hier? In der Tat, ich stamme nicht von Kefalenia. Ich bin hier, weil das, wonach ich suche, hier ist.
Wenn du mir folgen würdest, Alexios. Okay. Ja, Talos hat es echt gefolgt. Ja gut, die folgen sind sowieso diese Kopfgeldjäger und alles so. Aber wir sind leider noch nicht ganz hoch genug, um ihn wegzuholen. Wenn der nämlich weg wäre, dann hätten wir zumindest mal eine Sorge weniger auf der Welt. Wer bist du? Woher kennst du meinen Namen? Ich bin Elpenor aus Kira. Und was deinen Namen angeht, ich war neugierig wie du. Ich habe gefragt und man hat mir geantwortet. Wer hat dich geschickt? Ein neugieriges Wesen. Gut, das wird helfen. Du weißt mehr, als du mir sagst. Dich zu kennen ist in meinem Interesse. Und mich zu kennen in deinem. Mein wertvollster Besitz wurde gestohlen und nach Ithaka gebracht. Penelopes Totentuch. Du musst es mir zurückholen. Das Totentuch von Penelope? Der Frau von Odysseus? Das ist ein Witz. Doch, darum geht es. Unmöglich. Okay. Wenn es das wirklich gäbe, wäre es unbezahlbar. Und deshalb will ich es zurück. Wo genau soll ich suchen? Das ist keine kleine Insel. Ich brauche mehr Informationen. Ich würde im Haus des Odysseus anfangen. Nun, was davon übrig ist. Eine inspirierende Geschichte. Eine alte Liebe wieder vereint. Also schön. Ich mache es. Erwarte nicht, dass es einfach wird. Erwarte nicht, dass es billig wird. Dann sind wir uns einig. Es liegt ein Ruderboot im Hafen. Benutze es. Es ist nicht für das offene Meer gebaut, also pass auf. Wenn du das Tuch hast, komm zu mir in den Tempel des Zeus. Nun gut. Okay. Oh, und Söldner? Versag nicht. Kein Problem. So. Quest abgeschlossen. Schicker Gäste. 1900 Faustboot. Reicht das vielleicht sogar im letzten... Naja, reicht das nicht. Lange nicht. So, gucken wir mal, was wir noch für eine Quest haben. Also, wir haben ja die hungrigen Götter. Wir haben Penelopes Totentuch. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Den Kampf mit Talos, den müssen wir machen auf jeden Fall. Noch irgendwann. Oder? Würde ich sagen. Der war nämlich gerade hier nicht allzu weit weg von uns. Warte mal, da vorne ist doch der Schatz, oder nicht? Dann machen wir das doch komplett. Den nehmen wir den mit. Ja, Ort abgeschlossen. Wunderbar. Der Typ ist immer noch da, ne? Kriegen wir den so runtergearbeitet? Das ist das Problem, aber wir den jetzt schon holen können. Wir müssen es letztendlich wieder aufladen. Ich krieg keine Ruhe. Nerv mich nicht. Willkommen in der Kampf!
Herr. Du Fotze, Alter. Hat er mich schön weggeholt. Ich hätte ihn gerne. Ich war ein bisschen zu schnell dran. Jetzt brauchen wir da ewig mit dem Laden. Also, ihr wundert euch, warum Montag die Folge ausgefallen ist. Das liegt einfach daran, dass ich gestreamt habe, weil ich einen Formel 1 Platz bekommen habe. Das habe ich auch schon vorher angekündigt in der ersten Folge. Also, sollte es halt sein, es kann passieren, dass sonntags und montags kein Assassin's Creed kommt. Oder zumindest, ja, diesen Sonntag auf jeden Fall. Den nächsten Montag auch. Das ist klar, weil ich im Urlaub bin. Dann geh mich auf den Sack, Alter. Ich kann das noch nicht weitermachen, die Quest nicht weitermachen. Du Penner! Oh Mann, du nervst mich gerade mal dezent. Jetzt muss ich wieder laden. Ich hasse das, ja? Ich würde ihn ja gerne bügeln. Aber, ja, es ist nicht so, es kann. Wir gehen mal weg. Wir gehen mal in Sicherheit. Sucht immer noch nach uns, ne? Ich will gerne weit, weit weg von dem Typen erstmal. Solange wir nicht Level 5 haben, haben wir eh keine Chance. Müssen ja da irgendwie mal weg, weit, weit weg. Und zumindest mal irgendwie auf eine andere Insel. Odysseus Palace. So, wir gucken uns das ganze Ding nochmal an. Hm, sind ein paar Gegner.
Das legendäre Tuch. Elpenor sagte die Wahrheit. Ja, es sind einige. Bevor jetzt wieder die Idee ankommt. Ja, aber machbar. Da sind Level 5er damit drin, ne? Oder sehe ich das gerade falsch? Gut, aber das probieren wir in der nächsten Folge. Sehen wir uns dann wieder auf jeden Fall bei Let's Play. Bei Let's Play ist das Squid Odyssey. Kurz, das sehen wir mit. Und dann sehen wir uns wieder auf jeden Fall. Ich freue mich darauf. Bis dann und ciao.